Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir machen jetzt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar, wir wollen jetzt die Resistoren machen. Das heißt, ich brauche jetzt Silikonplatten und das Tinwire. Kann ja schon mal da wegen arbeiten. Das Lustige ist, Transistoren. Oh, und Advanced Circuit ist offen. Ich schaue mir aber erst die Quest an. Denn, nicht, dass er wieder verlangt, dass ich noch andere Sachen dazu vorher mache. Weil, wie gesagt, man kann ja eigentlich den Circuit schon billiger herstellen. Als er gerade denkt. So, wir haben die Transistoren auch fertig. Und ich habe da schon die erste Quest, die mich auf jeden Fall brennend interessiert. Jetzt schauen wir mal hier. Ha! HV ist offen! Wir haben HV aufgemacht. Du dai! Ja, und ich habe es mir fast gedacht. Ich brauche... davon 4. Komplettiert. Die und die. Komplettiert. Transistoren? Ja, mach mal 12, dass du 16 brauchst. Nicht da draußen rumschimpfen. Schmilz weiter. Wobei, du kannst nicht mehr schmelzen. Die Schmelze ist voll. Also ich hätte ja gern wirklich einen Assembler. Ja, vielleicht ist das einer mit der ersten Quest, wo man kriegt für HV. Wäre super. Aber dann weiß ich nämlich definitiv, dass ich versuche, das heute noch durchzudrücken. So. Oh, ja, es fehlt noch was. Kleinigkeit. Ein Poly. Ja, und solange ich sie ja baue, kann ich sie auch verwenden. Ich brauche dann die SMD-Transistoren nicht verwenden. Was brauche ich noch? Unrelated Copper Bolt und Fine Electrum Wire. Ach. Hier ist sicher. So, Transistoren sind am Machen. Die Advanced Circuits muss ich noch basteln. 32, ja, wird schätzungsweise der drüben mit dem Elektrum am längsten brauchen. Ja. Tag. Ja, die Bolts kann ich schon mal reinhauen. Aber ich habe gesagt, das ist wurscht, weil die brauchen wir sowieso wie Sander mehr. Aber ein Elektrum-Wire ist auch noch drin. Das heißt, die brauchen nicht mehr so viel. Ich glaube, ich hab's. Ich? Ach, Bimmel kommt nicht, nee. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt davon die 4. Die kommen da rein. Dann brauche ich jetzt... Hör auf. Integrated Logic brauche ich noch 3. Hier auf. Hier zu. Davon brauche ich 8. Holz habe ich. Achso, die Transistoren.
bin auch noch. Dann lass ich ihn mal arbeiten. Dann haben wir schon auf jeden Fall mal die nächsten Advanced Circuits und zwar davon 4 Stück. Das ist ja schon mal super duper. Die Quest weiß ich, dass die wichtig ist. Die hat mir nämlich auch Sebo gesagt. Das Problem ist nur, da müssen wir drüben auf jeden Fall die Biomasse aufbauen. Oh Gott, ja. Kommt später. Ich hab's ja nicht mal geschafft, den Motor weiter zu basteln. Ja, oh, nee, aber der hat immer noch nicht. Aber ich habe meinen dritten Skill gekommen. Juhu. Okay. So, aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ja, wobei ich muss auf die Circuits warten, weil ich ja hoffe. Ja, Nummer 1 ist schon da. Nummer 2 und Nummer 3 werden nie kommen, weil ich brauche mal wieder Soldering. Mal gleich Zähne. Auch rein. Ist so scheißegal, weil das Zeug brauche ich sowieso wie Sand am Meer. So. Ich habe da schon eine Vermutung, was ich dann als nächstes machen muss. Aber ich fange da schon mal an, Sachen vorzubereiten. Braucht er ewig, aber ist egal. Jetzt brauche ich auch zwei. Komm her. Können wir immer noch in den Arm treten. Dass ich da aus Versehen das Kabel durchgeballert, durchgejagt habe durch den Maserator. Ja, wir schauen jetzt nochmal dieses schöne Bildchen da an, im HV. Ja, das ist einfach nur, genau, das ist einfach nur die Maschine. Das ist Machine Casing. Und wie gesagt, nicht nur, dass er da vielleicht auch noch die Platten will, dass ich sie mache. Nicht durchjagen. Nein, nein. Wir können warten. Wie lange muss ich eigentlich noch warten? Noch 20 Sekunden. Das kriegen wir hin. So viel Zeit haben wir. Total super. Immer vor der Kiste und gucken. Ja, es war fast wie Weihnachten. Wir warten, bis das Christkind kommt. Das Circuit kommt. Und Blingeling. Ich mach Blingeling. Glaub mal, es sind lustige Sachen aufgegangen. Oh Gott. Ja. Der möchte natürlich gleich, dass man sich den Arm baut. Ja, ich vermute, dass das zum Assembler geht. So, HV-Maschinenhall. Nee, ich muss ihn einfach nur bauen. Ich bin mal begeistert. So, das heißt, du gehst rein. Du gehst auch rein. Ich glaube, ich weiß, warum dass ich die Circuits habe, weil ich glaube, braucht man nicht für die Dinge auch Circuits? Im Pulli. Ja. Schon wieder warten. Schönes Warten. Juhu, HV, hallo. Ich habe HV aufgemacht. Schön. Ja, und da Avengers Assemble, der dritte. So, was brauche ich dafür? Na genau. Ich muss eine Pumpe, einen Piston, einen Modul und einen Roboterarm bauen.
Na, Gott sei Dank nicht in der Reihenfolge. Jetzt ist die Frage, die Advanced Assembling Machine, Brenner, oder brauche ich zwei Konvoier? Ja, da brauche ich den Circuit. Ich habe es richtig erkannt. Da geht jetzt Stainless Steel drauf wie ein großer. Aber ich weiß, für was ich die vier Circuits habe. Die werden wir nämlich alle vier brauchen. Dafür. Ich. Sieht aus wie ein Käfer. Wow. So. Und dafür brauche ich zwei Roboter, zwei Konvoier. Für den Konvoier brauche ich zwei Motoren. Also brauchen wir schon mal vier Motoren. Fünf Motoren, sechs Motoren, sieben Motoren, acht Motoren, neun Motoren, zehn Motoren. Zehn Motoren brauchen wir alleine. Da geht jetzt Elektrum drauf. Wie kein zweiter. Ich heißt, ich mache jetzt als erstes mal. Ich bereue es gerade wieder, dass ich das gesamte Elektrum durchgeblasen habe. Aber ist egal. Mal wieder eins. So. Heißt, ich habe da schon mal acht. Das sind schon mal zwei. Und ein Vielfaches von. Nein. Das heißt, ich habe zwei. Ich habe fünf. Das heißt, ich brauche noch mal 20. Ja. So, was brauche ich noch? Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal die Steel Rods. Dann nehme ich jetzt mal 8 Stück mit. Ich lasse ich auch gleich da. Es wären dann 16. Und von dir brauche ich 10. Minimum. Nein. Ja, nehme ich 16 mit. So, das heißt jetzt, ich lasse jetzt mal vier Stück da. Dann machen wir zuerst die Stahlrods. Dann machen wir die Stainless Steel Rods. Dann machen wir die Small Gears. In der Zwischenzeit. Nee. Nee, nee, nee. Bleib da. Muss warten, bis der durch ist, weil ich die durchlassen muss. Bräuchte zwar nur, glaube ich, zwei Small Gears, aber ich mache gleich vier. Sicher ist sicher. Haben ist besser als brauchen. Weil dann heißt es nämlich gleich, wir machen jetzt dann gleich mal auch 12 Platten. Das nächste, halt die Stahlrods, die 16 Stück nehme ich gleich mit. Weil die muss ich sowieso noch durch den Magnetizer hauen. Der Polarizer. So, jetzt brauche ich hier nochmal 12. Aber wie weit ist Elektrum? Da warten wir noch einmal. Das ist ein 64er, dann haben wir das auch durch. Dann müssten wir auf jeden Fall schon mal das Elektrum-Kabel haben. So, 18 und 2. Also ich habe hier 24. Also ich auch schon mal 15 durch. Wenn das Elektrum durch ist, läuft gleich Goldkabel durch. Ja, weil die 16, die wo ich habe, die reichen immer noch nicht. Ich brauche immer noch 4.
So, wie viel Platz habe ich? Das kann ich schon mal wegmachen, habe ich wieder einen mehr. Ja, das heißt jetzt für mich, ich habe Magnetic habe ich drin. Endless Steel drin. So, das heißt das und das kommt schon mal rein. So, ich habe ja gesagt, ich brauche 10 Motoren. Also ich baue jetzt noch die Rods. Da brauche ich nochmal 4. Da brauche ich noch Silberkabel. Ahahaha. Schön. Ja, das heißt, wir haben jetzt da richtig viel vor uns. Habe ich noch Silber hier drin? Natürlich nicht. Ich merke gerade, der Flaschenhals ist gerade Wiremill. Das sind ja für den Motor. Motoren brauche ich ja nicht bauen, ne? Weil die brauche ich sowieso die ganze Zeit. Voll. Doppel. Okay, das haben wir auch. Warten wir wieder bis 18. Also ich habe jetzt immer 2. So, die nächsten 8. Die nächsten 2. Jetzt schon mal 4. Sechs. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. Elektrum. 3, verdammt, ich brauche nochmal 8. Okay, so. Lass jetzt erstmal das Silber laufen. Gold kann danach laufen. Wobei Gold, glaube ich, brauche ich, glaube ich, gar nicht so viel. So, das heißt, ich habe jetzt das, ich habe jetzt das. Das müsste jetzt eigentlich für mich bedeuten, ich müsste die Pistons fertig haben. Ich müsste die Motoren fertig haben. Was ist mir jetzt ausgegangen? Ja, genau, das Silver Cable. Ja, klar. Doppelt, danke. Ich hoffe, dass ich genügend drin habe. Dass man die restlichen machen können. 10 Stück habe ich gesagt, brauchen wir, ne? Ja. Heißt, wir sind jetzt schon mal bei 7. Das habe ich, das habe ich. Das Nummer 8. Heißt, ich brauche noch 2. Heißt, das Kabel müsste jetzt reichen. Und ich schaue jetzt noch mal nach, nicht, dass ich dann doch eine Quest habe mit Motor. Wenn ich mir dann fast schon in den Hintern beiß. Das heißt, bauen Sie mal 12 Motoren. Ja, super, ich habe nur 8 gemacht. Ja, und da ist die Quest zum Mond. Da geht's los. Ja. Und nein, ich brauche keine 999 Folgen diesmal. Wir sind erst über 100. Und ich komme zum Mond. So weit war ich auch noch nie.
So, okay, aber wir haben jetzt schon mal die 10 Motoren, das heißt, wir brauchen die Pistons. Das da kommt rein. Okay, das mit den Goldkabel brauche ich sowieso nicht. Kann ich gleich mal einen Haken dran machen? Brauche ich doch. Ich nehme jetzt auch mal Rubber Sheets mit. Okay, also wir machen jetzt schon mal zwei Pistons. Einen lege ich unten ab, dass es erkannt hat, dass ich einen gemacht habe. Pumpen habe ich zwar schon gemacht, aber es ist egal. So, dann brauche ich jetzt ein Goldkabel in die Mitte. Auch links und rechts den Motor. Und Rubber steht's eigentlich hier. Habe ich jetzt zwei Konvoiermodule gemacht. Trage ich jetzt auch gleich mal rüber. Die zwei Circuits nehme ich dafür mit. Denn EV ist immer noch nicht. Oh, da brauche ich nochmal zwei. Alles klar. Die habe ich jetzt übersehen. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Stainless Steel. Und dann sind wir schon mal einen großen Schritt Richtung Assembler unterwegs. Mit dem Assembler können wir uns nämlich endlich die Anker bauen, die ich schon so brauche. So, das heißt jetzt, wir haben die Pisten, wir haben die Motoren. Also, ich gehe aber nochmal sicherheitshalber durch. So, dann habe ich jetzt die Motoren. Habe ich jetzt noch die Circuits und den Pisten. Heißt, mir fehlt jetzt dann wirklich nur noch die Pumpe. Kommen wir die auch noch hin? Auch dann glaube ich nur noch mal ein Motor. Okay, das heißt, es kommt dahin. Dahin, du kommst dahin. Wir kommen dahin, die Konvoier kommen dahin. Jetzt hoffe ich mal, dass ich genügend Goldkabel noch habe. So, was brauche ich jetzt noch für eine Pumpe? Ist momentan nicht so wichtig, sondern wichtig ist eigentlich der da. Kann ich wieder abbauen? Mir egal. Aber ich habe einen da und ich kann jetzt da meine Batterie von links nach rechts schieben. So. Und jetzt muss ich gucken. Da ist ein personeller Anker. Ein World Anchor. So. R. Ach, nix R. R steht für das Rezept. Ich hab's vergessen. Okay. Aber was brauchen wir? Wir brauchen Circuit Nummer 1. Das ist kein Problem. Dense Obsidian Plates. 9 Stück in der Bending Machine mit 9. Okay, wir sind schon beim Glas produzieren. Also ich brauche da schon mal 18. Waren zwei, ne? Pam. Brauche ich da die Platten dafür? Yep.
So. These ist, wenn man was vergisst, muss man hoffen, dass man es doch rausfindet, wo steht. Nämlich das NEI-Zeug. Now with bookmarks, das sind wir. B. Nee. Bam. Ich muss das nochmal schnell lesen. Better you can use key to search nearby inventories. Okay, das ist klar. Wenn man das auch mal vergisst. Also ist es doch B. Eigentlich. Mir nicht. Schlimmer ist, wenn ich jetzt dann ausschalte oder ich gar nicht mehr dran denke, dann weiß ich ganz genau, was ich für eine Taste drücken muss, dass das passiert. Ist ja nicht so, dass ich das noch nie gemacht habe. Das ist ja das Schlimme. Receipts, usage, back to last receipt is back, klar. Add bookmark, A was. Okay. Wir brauchen Diamantplatten, wir brauchen doppelte Goldplatten. Eine Enderperle, das ist ein Witz. So, aber bevor ich das mache, brauche ich auch die Coins. Das heißt, ich brauche das Casting dafür. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich Molten noch Brass habe. Okay, aber nicht in der Schmelze, das weiß ich. Brass Ingot, ich brauche Aluminium Brass. Doch draußen. So. Dann nehme ich mal die einen mit. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich für eine Extruder mittlerweile alles gemacht? Ich glaube schon. Also, mein Problem wird jetzt sein, dass ich das rauskriege. Durch die zwei Kameraden, die wo da drin die ganze Zeit sterben. Kann es nämlich passieren, dass es nicht reicht. Jetzt muss ich mal hoffen, dass wir es reinkriegen. Dann muss ich den Cast schnell wegnehmen, dann muss ich es durchbrennen. Wird witzig gleich. Ja, okay, weil wir haben schon so weit runter, dass da auf jeden Fall was reinpasst. Ich muss ihn jetzt nur so lange laufen lassen, bis er auch voll ist, damit das Ding da unten auch immer wieder leer wird. Machen wir später. Weiß, mache ich alles später. Was ich nicht so alles später noch mache.
Genau, dann wollte ich mal schnell schauen bei der HV-Quest. Gibt's da eigentlich eine Quest für den World Anchor? Okay, ich muss die Dinger sowieso noch bauen wie Sand am Meer. Okay, aber wir sind schon volle Kanne am Yellow Stained Glass herstellen, weil das wird nämlich das Glas, das da hinkommt. Nur ich bin momentan noch beim Überlegen. Bis jetzt habe ich ja immer vermieden, Architecture-Kraft mit einzusetzen. Nicht, dass ich irgendwann FPS-Schwierigkeiten habe. Ihr seht ja oben schon, dass ich, wenn ich viel rumlaufe, dass ich jetzt schon 3 FPS verliere. Okay, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich hüpfe auf 60 rum. Aber wie gesagt, durch das Texture Pack und halt durch die Aufnahmen und alles drum und dran frisst er dann doch sehr viel Ressourcen. Okay, so, also wir brauchen. Habe ich die Obsidian-Platten schon mal fertig? Ja, Platten reingeschmissen? Nö. Okay. Neun. Dauert ein bisschen. Ach, dann brauchen wir dann auch noch Holzplatten. Auch noch so viel. So, und derzeit kann ich mal gucken, ob der draußen jetzt endlich fertig ist. Dass er sich entleert hat. Wenn sogar die Pipe einfach wegklatschen. Ja, zur Hälfte hat er sich gefüllt. Ja, also man sieht, also der da unten kommt, also sozusagen nicht hinterher durch den Progress, dass er das alles verarbeitet, hat aber einen Vorteil. Dadurch zieht sich die Pipe irgendwann voll. Und wenn die Pipe halt voll ist, dann geht der da oben aus. Dann entleert er alles und diese 9600 gehen halt, glaube ich, immer komplett auf. Ja klar, 250. Nee, eigentlich dürften die nicht aufgehen. Hätte ich für einen Scheiß. Aber es wäre mir auch egal. Also wir haben mittlerweile 4500 Enderperlen. Ja, und wenn man halt diese. Wir schauen uns jetzt mal die Coins an. Was kosten die uns überhaupt? Also es gibt ja verschiedene. Es gibt ja einmal die Chunk. Also wir machen mal Chunk Loader Coins. Genau. So, es gibt die Tier Chunk Loader Tier 1. Das ist 12 Stunden Chunk Loaden oder 24 passiv oder 48 normal. Bei einer Enderperle funktioniert der nur im Passiven und im Personal. Das ist nämlich wichtig. Der funktioniert im World Anchor nicht mehr. So, der 2, jetzt muss ich noch rausfinden, wo der 2 steht hier. 2 ist Chunk Loader 24 Stunden. Der 3er ist dann 48 Stunden. Der 4er ist 96 Stunden und der 5er ist 192 Stunden. Ich möchte natürlich das dann immer so haben, dass der auf jeden Fall 24 Stunden läuft. Das heißt, wir brauchen dann 6000 Liquid Ender. Wisst ihr, warum das die zwei Kameraden da drin sind und da drin bleiben müssen? Und die brauche ich im Assembler. HV. Da freue ich mich schon drauf. Oh, wir sind jetzt bei 7,5. Ja. Rein. Und mal hoffen, dass das alles soweit fertig ist. Also, meine Goldplatten sind auf jeden Fall fertig.
Ah, ich brauche noch Diamantplatten. Das könnte jetzt eigentlich der Knackpunkt werden. Hammer. Gut. Hab nichts gesagt. Müssen wir jetzt auch noch richtig, richtig viele herstellen. Aber wie gesagt, wir brauchen ja nicht nur einen. Es geht mir halt vor allem darum, dass wir das Zeug halt da aufstellen, wo wir halt nicht sind. Also das heißt, irgendwann wird hier einer stehen. Beziehungsweise dann da einer stehen drüben, dass sozusagen die Erzverarbeitung läuft, die Raffinerie läuft und der Strom läuft. Das ist der wichtigste. Da kommt auch der größte Coin meiner Meinung nach rein, dass die immer laufen, wenn wir auf dem Server sind. Oder nicht auf dem Server sind. Also Erzverarbeitung vor allem. Dann kommt vielleicht hier einer rein, aber ganz selten. Und dann wird vorne einer hinkommen. Wir müssen da halt nur gucken, wie wir das machen. Also ich würde ja am liebsten in diesen Feldern dann den Golem arbeiten lassen. Und alles, was natürlich mit den Crops irgendwann geht, es wird dann auch noch eine zweite Variante geben. Oh, Carbon das. Wo dann die Crops stehen, da wird natürlich Crop Neutron oder wie das Ding auch wieder heißt, auch laufen. Vor lauter Freude und Vergess, machen wir mal noch den Rest. Dann hat sich alles gereimt. Problem ist nur, der Dance-Ding ist auch noch nicht fertig. Wahnsinn, ey. Pff, wie lang der läuft. Wie lang läufst du noch? 40 Sekunden. Können wir noch mal rausgucken? Erstmal einen Schlafsack hauen. Wie gesagt, und sobald wir jetzt dann halt richtig schön in HV ankommen, also nicht nur momentan ankratzen. Ah, er entleert sich. Sehr schön. Also bald mehr richtig in HV ankommen und das Zeug hier halt massenweise herstellen können, dann wird's einfach. Dann wird's einfach, weil wie gesagt, dann geht es mit den, dann wird es explosionsmäßig mit den Bienen losgehen. Dann wird es explosionsmäßig mit den Fabriken losgehen. Was ich nur noch nicht weiß, ist, Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Wann fängt eigentlich Applied Logistics an? Ich hoffe auch noch irgendwie. Ja, HV. Ich habe das richtig im Kopf gehabt. Ich brauche zwar Titanium. Titanium ist zwar, soweit ich weiß, dann schon EV. Aber das Zeug, glaube ich, findet man auf dem Mond. Okay, es wird doch ein Stückchen dauern, bis wir dann soweit sind. Aber wie gesagt, ich baue jetzt nicht einfach eine Rakete, fliege zum Mond, sammle mir schnell die Erze ein und komme wieder zurück und nimm 8 Sauerstoffflaschen einfach mit, die ich in den Rucksack pack. Sondern dann wird's bei mir wird's richtig gemacht, ne? Also das heißt, wir fliegen zum Mond. Und wenn wir zum Mond fliegen, dann wird da auch gleich eine kleine Mondbasis angefangen zu bauen. Also das heißt, das wird alles mit einfließen. Ja. Ich und Galactic Craft ist bei mir schon so lange her, dass ich schon langsam nicht mehr weiß, wann ich es gemacht habe. So. Das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt mal hier hin. Haben wir den Tisch. Legen wir das da um. So, da kommst du wieder rein. Habe ich meine Platte. Hab ich das, da kann ich wieder rausrippen.
Aber das heißt, ich brauche jetzt noch mal einen Coin. So, das da, das da, das da. Da glaube ich dann eine Pfeile, ne? Jawohl, haben wir den Coin. Ja, und ich knalle habe natürlich vergessen, den Stahl noch mit reinzumachen. Wenn ich das nämlich gleich mitgemacht hätte. Ja, okay, wär wasch gewesen. Das müsste hier sein. So. Einfach mal ausschalten. Wird sowieso nicht aufgehen. Ja, wie gesagt, ne? Und dann halt die Pflanzen vorne. Wenn wir noch beim World Anchor waren, dann, dass die Pflanzen dann da vorne die ganze Zeit wachsen. Wie gesagt, am liebsten Golems. Wo man halt sagt, okay, die Sachen, die wo man halt öfters braucht, tun die Golems ernten. Kommen wir Vakuumhopper mit hin. Jedes der dann halt einsammeln. Und ins System, also dann halt in meinen Bauernhof dann hauen oder was auch immer. Also am liebsten wäre mir eigentlich der Bauernhof oder ich lasse es, naja, wobei Restaurant, das ist mir zu weit weg, das sind ja mehrere Chunks, da brauche ich ja eine Armee an Chunkloadern. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Mich gerade, wo ich den Einser geklaut habe. Ah, ich glaube, ich weiß es von hier. Ich ihn auch mal hier rein. So, Double Plate. Sie haben dann schon mal alles vorbereitet. Ich hoffe, dass wir dann bis zum nächsten Mal auch noch den Rest hinkriegen. Dann werden wir uns das nächste Mal komplett um den World Anchor dann drum kümmern. Ja, und ihr habt richtig gehört, beim nächsten Mal, dann die Zeit ist schon wieder rum. Ich pack mal alles hier rein. Kiste, falls ihr es noch nicht mehr sehen solltet. Denn ja, die Folge ist zu Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ihr habt natürlich auch noch die Auswahl zwischen der Playlist und einem vorgeschlagenen Video. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.